Da sind wir in den Slums von Sektor 7. Dieser Trubel heute. Ah, ich brauche ein Bier. Ich sterbe gleich vor Langeweile. Langeweile? Kann ich nicht behaupten, dass ich die hätte. Oh, Volksversammlung. Nachrichten. Unmöglich. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich kann das nicht fassen. Warum löschen die das Feuer nicht? Ich war gerade gestern erst da. Ja klar, dass die jetzt alle darüber berichten und sich jeder informiert. Donnerwetter, sieht gar nicht schlecht aus. Hast dich zu einem richtigen Mechaniker gemausert. Irgendwann will ich meine eigene Werkstatt aufmachen und meine Eltern aus meinem Heimatdorf zu mir nach Midgar holen. Wenn wir jung sind, haben wir alle noch Träume. Schicke Maschine. Oh, wer sitzt denn da? Uiuiui. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? War hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Wir sind im 7. Himmel, wortwörtlich. Und das sieht genau so aus. Ja. Da ist die Flipper-Ecke mit dem schönen Aufzug. Ja, damit könnten wir rein theoretisch nach unten fahren, wenn wir denn dürfen. Oh, Marlene. Komm, wir quatschen mal mit Marlene. Na? Du Dreckskerl! Hey, bist du etwa meiner kleinen Prinzessin ausnagiert! Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt?
Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein, passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Hey, alles okay? Ich komm rein.
Guten Morgen. Ja, ich bin auch noch da. Ich wollte jetzt nur nicht dazwischen quatschen. Da wird ja doch gerade sehr, sehr viel noch geredet. Oh, hier ist nichts in dem Zimmerchen. Dann gehen wir mal raus. Wenn ich die Tür treffe. Boah, hell. Und zu dem können wir gerade nicht mehr rein. Gut, dann gehen wir mal hoch. Nee. Will er einfach nicht. Zu tiefer auch nicht? Nö, okay. Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ach, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Alles klar. Da gibt's echt eine Person, die noch eine krassere Frisur als Cloud hat. Oh, die Platte. Wow. Ja, siebter Himmel. Ich guck mich jetzt aber erstmal so ein bisschen um, ne? Ah, die Musik. Suche nach Kandidaten. Ist das der Typ, den Wedge meinte? Das Mädchen für alles? Fetter Prügel. Verkauft ihr was? Das Mädchen für alles, fetter Prügel. Es wird schon über mich getuschelt hier. Hier geht's zu den Rostpfaden. Da wimmelt's. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Okay, dürfen wir nicht hin. Fetter Prügel. Hast du schon gesagt? Ist das der Typ, den Wedge meinte? Das Mädchen. Suche nach Kandidaten. Kandidaten? Was hat der denn da auf der Schulter? Solange der Reaktor stillsteht, bleibt die Fabrik wohl auch erst einmal geschlossen. Dann fehlt uns Geld für die Miete. Das ist uns wohl was Billiges in der Nähe. Ja, die haben auch alle krass Geldprobleme hier, ne? Was ist denn das für eine Tafel? Hier werden Viecher gezählt. So, gibt's denn hier noch irgendwo irgendwie was Schönes zum Einsammeln? Die Aussicht, ne? Schon krass. So. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Ein Äther für später. Sehr schön. Meine Aufgabe ist es, die Leute zu warnen, wenn sich ein Ungeheuer reinschleicht. Na, dann pass mal schön auf. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Klar, ich gehe mit. Die Gebäude der Bürgerwehr haben echt auch schon bessere Zeiten gesehen. Die sind ja alle in allerhöchster Alarmbereitschaft. Die scheinen hier ein krasses Monsterproblem zu haben. Ja, letztens hat er gemeckert, mein Müll würde zu sehr stinken. Krass.
nochmal so eine Art Schule, Kindergarten, irgendwas. Ah, die haben sogar Bobbycars. Die haben Spaß. Das ist schön. Ne, da passen wir nicht durch. Da auch nicht. Huch. Hey, hallo? Kann man auch netter sagen. Nudeln. Nahrungsmittel, Nudeln, die halten sich lang. Ganz schön verwinkelt hier, hä? Was meinst du? Sollten wir ein paar Lebensmittelvorräte anlegen? Ja, kauft euch Nudeln und Mehl. Ich bin im Paradies. Guckt mal. Ganz viele Katzen. Ich werde bekloppt. Oh. Kann ich nicht hier irgendwie mein Quartier... Ach man. Oder legt mir da einfach so eine Matte hin. Ich bin bei den Katzen. Ich bin gerade echt ein bisschen überwältigt von den ganzen Eindrücken, ne? Muss ich echt sagen, ne? Du weißt überhaupt nicht von... Jo. Du weißt gar nicht, von wo du gekommen bist und wo du hin willst und... Ja. Wahnsinn. Leicht vergrößert, das Ganze. Alle schon über mich reden, ne? Hat sich ja echt schnell rumgesprochen hier. Ja, Barrett und Co. wird auch schon getuschelt. Der Jugendfreund von Tifa, der hier überall so tüchtig hilft, oder? Genau. Ich bin Händler. Hin und wieder habe ich ein paar interessante Sachen für den siebten Himmel im Angebot. Kann also nicht schaden, wenn wir uns schon mal miteinander bekannt machen. Sieh in mir einfach einen entfernten Verwandten, dem du bisher noch nicht über den Weg gelaufen bist, okay? Okay. Sag mal, kann ich dich vielleicht für eine Seilwinde interessieren? Damit kannst du dich mit einem Schwupps unverletzt in die Tiefe abseilen. Ein Stammkunde hat die bei mir bestellt. Aber ich habe versehentlich zu viele eingekauft. Ich hatte überlegt, mit denen eine Adrenalintour mit einem Sprung vom Dach des Shinra-Gebäudes anzubieten. Aber Shinra hat mir leider keine Genehmigung dafür gegeben. Na, sowas? Das wundert mich jetzt aber. Hey, Alleskönner. Warum ziehst du eigentlich immer so einen Flunsch? Ich sollte dich mal mit meinem Sohn Johnny bekannt machen. Ein hoffnungsloser Tagträumer. Aber die Leute aufheitern, das kann er. Als Vater muss ich schließlich das Gute in ihm sehen. Alles klar. Du bist doch der Jugendfreund von Tifa, der hier überall so tüchtig... Ja. Ich bin Händler. Ja. Sieh in mir einfach einen entfernten... Hast du alles schon gesagt.
Ja, wollte diesen Johnny auch noch kennenlernen. Sein Sohnemann. Was? Schallplatten? Ach, man kann hier Musik sammeln. Okay. Oh, das ist ja geil. Ich höre doch auch Musik hier in der Nähe. Da sind Boxen. Ach, den kann ich sogar anquatschen. Na, guck an. Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Schokobo. Bist du ein Fan? Na dann, nimm! Ach, wie nett. Dankeschön. Die kriege ich einfach so. Hast du die Platte gehört, die ich dir gegeben habe? Ja, nice. Danke. Und da habe ich gerade was leuchten sehen. Tada. So, hier kommen wir nicht durch, anscheinend. Nö. Mann, ist das öde. Hier ist auch noch eine Treppe, wo es hochgeht. Ach, guck mal an. Das ist hier so der Schwarzmarkt oder was? Alles recht duster. Noch ein kleiner Hinterhof hier. Da ist auch nix. Oh doch. Oh, oh, oh. Da. Mhm. Und nochmal ein Blick zur Platte. Ach ja, das ist schon krass gemacht. Hinter der Piepengasse haben sich wilde Bestien eingenistet. Nur die Hartgesottenen trauen sich dahin. Ich wäre lieber vorsichtig. Also, da hinten werden auch gern mal krumme Dinger gedreht. Ein ehrlicher Bürger hält sich besser raus. Wer weiß, was sonst passiert. Okay, ja, da war ich ja gerade. Hinter der Piepengasse haben sich wilde Bestien eingenistet. Ich wäre lieber vorsichtig. Oder? War doch jetzt dieser Hinterhof oder wo? Ist das hier einfach? Hm. Der beschallt hier die Nachbarschaft. Cooler Song, oder? Ja, voll cool. Er geht voll ab. Gefahr durch Mülllawinen. Betreten verboten. Da komme ich nicht rein. Nee, wir kommen überall noch nicht wirklich rein. Denk mal, aber später auf jeden Fall. So, mal hier rum. Hier ist nix. Nö, und hier ist auch dicht. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder was. Du isst noch davon. Mal hier rum. Ah ne, hier war ich ja vorhin, ne? Ach Gott, ich bin so bescheuert. Ne, hier komme ich ja auch nicht durch. Eieiei. Gott sei Gedächtnis, ey. So, da ist er. Jo. Können wir nochmal die Wege was ablaufen? Da ist diese dunkle Gasse. Ja, da ist geschlossen. Ja, ist mächtig voll, aber viel machen jetzt so gerade können wir nicht, ne? Nö. Also ich weiß nicht... Entschuldigung. Ich weiß nicht, mit der Platte, man fühlt sich halt so mini klein. Ach, guck mal da, Item Shop. Ja, war leider zu. Der hat nicht auf. Ist das noch zu früh vielleicht oder so? Ja, dann gehen wir mal wieder. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Hm. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Oh. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite.
Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Ja, die Gegend. Meinst du die, die ich mir gerade schon ausführlich angeguckt habe? Da läuft Musik. Nächste Platte. Jukebox. Also ich kann hier die Musik hören, die ich möchte. Zeig doch mal. Ja, cool. Anhand der Platten, die ich halt schon gesammelt habe. Nicht schlecht. Das heißt, ich kann mich jetzt auch den ganzen Tag hier hinstellen und einfach nur Musik hören, wenn ich das möchte. Warum nicht, ne? Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. So, wo geht's denn hin? Hereinspaziert, hereinspaziert. Ach, jetzt habt ihr auf. Jetzt haben die auf. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tifa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst? Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Cloud, ey. Schambolzen schlechthin. Was hast du denn hier Schönes? Materia. Ja gut, Glut habe ich ja. Frost. Und Gewitter. Ja, ich habe ja noch nicht so viel Geld, ne? Ja, die Platte hätte ich ganz gern. Die ist ja jetzt auch nicht so teuer. Und warte mal da noch. Ja, so viel hat der halt auch nicht, ne? Na, soll ich jetzt Frost kaufen oder nicht? Soll der Geiz, ne? Dann habe ich das wenigstens schon mal. Ich weiß ja nicht, wann und wo ich mal sowas vielleicht finde. Ja. Und die Platte, die muss natürlich sein. Ausverkauft. Bumm. Ich habe die letzte Platte bekommen. Oho. Ja komm, wir verdienen ja auch gerade Geld, ne? Kann man dann ruhig mal machen. Freut er sich. Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Achso. Dann bist bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Na, da scheint tiefer ja sehr zu mögen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben... Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Okay. Ich
Ich habe wirklich kein Mitleid mit den Schnöseln da oben. Ich auch. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, ob die Züge wieder fahren. Hallo Marle! Wir sind wegen der Filter hier. Tiefer! Wie schön, dich zu sehen. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Marle. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Die mag euch ich ja. Auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Also echt jetzt? Ah ja. Kann sich jetzt auf was... Betten und Bänken kann man sich halt ausruhen. Okay, TP und MP vollständig geheilt, ja. Mhm. Gut. Dank Marle habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Sieh mal einer an, Tifa. Tifa hat Fans, ne? Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herbert ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Oh. Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also... Ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folgt mir einfach. Kommt jetzt der Raum über dem Waffenladen? Wo damals der Speicherpunkt rumgehopst ist? Gibt es keine Möglichkeit, den Gewehrkolben leichter zu machen? Warum fragst du nicht einfach mal den Waffenhändler? Und umgeschaut, mein Herr. Kann ich hier was kaufen? Ha? Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Alles klar. Der ist ein bisschen pissig noch, weil er halt jetzt bezahlen musste. Oh. Wo ist sie denn hin? Tifa, hallo. Ah. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Da rein, ja. Ich will mir das morgen mal angucken. Aber nicht allein, hörst du? Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods?
Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Ach, Cloud, sei doch nicht immer so stur. Aber es ist wirklich der Raum von früher, wo dieser Speicherpunkt rumgehopst ist. Aha, Waffenmodifizierung. Okay. Fertigkeiten. Das ist der Kern, der zeigt an. Okay, ganzen Attribut. Ach, das ist jetzt quasi so eine Art Level-System, wa? Punkte verteilen für Attribute hier. So. TP Maximum. Ja. So, 10 Punkte habe ich über. Ja, würde ich doch glatt hingehen und meine TP erhöhen. Kannst sogar noch eine Sache machen. So, mach mal die Attacke auch noch hoch. So, jetzt reichen auch die Punkte nicht. Ja, das Tutorial ist hiermit beendet. Alles klar, ja. Ist ja gar nicht so kompliziert. Also Level-Systeme kennt man ja von Final Fantasy und das ist jetzt eigentlich nichts anderes, ne? Finde ich cool, dass man nebenbei noch so ein bisschen die Waffen leveln kann. Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Jupp. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Bin ich ja eh schon. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Oh, sie will unbedingt mit. Wir finanzieren unsere Einsätze über Spenden aus der Bevölkerung. Was wir hier machen, tun wir mit vollem Herzen. Die Slums sind schließlich unser Zuhause. Wir finanzieren unsere Einsätze über Spenden. Ich wollte dich nicht anquatschen. Ich werde den Leuten von dir berichten. Verlass dich auf mich. Ich kenne verdammt viele Leute in den Slums. Kommt ganz von selbst bei all den Patrouillen. Die Bürgerwehr hier in den Slums agiert im Geheimen. Danke, Wetsch. Ja, genau hier in der Ecke, glaube ich. Hier war eigentlich damals der Speicherpunkt. Apropos Speichern, das sollte ich vielleicht auch mal tun.